Jahu! Herzlich willkommen, ihr Jungfrauengeborene oder im Aszendent Mond-Venus-Zeichen. Ich habe mir für die Astrolegung mal notiert, weil ich bin keine Astrologin, aber auch da gehe ich trotzdem nach vollem Impuls und glaub an sowas, ja, dass Astrologie schon Einfluss hat, auch mit den ganzen Einflüssen durch die Planeten und die ganze Kraft, die da entsteht, auch mit dem Mond. Gibt ja auch so einen Mondkalender und so, Erdanziehung. Naja, sonst würden wir durch die Luft schweben, ne? Rückläufig sind folgende Planeten: bis zum 8.10. der Pluto, bis zum 23.10. der Saturn, der Neptun bis zum 4.12. und der Jupiter ab dem 28.07. bis 24.11. Wenn ihr da natürlich so reinfällt in den Herrscherplanet, jedes Sternzeichen, hoppala, hat ja, stotter ich schon, einen Herrscherplaneten. Und da kann es dann besonders schwierig werden, ja? Nehmen wir mal an, was habe ich vorhin gesagt? Bei den Löwen, Pluto ist, glaube ich, Skorpion, ne? Mann, ich will nichts Falsches sagen. Aber jedenfalls hätten die Skorpione, ach, brauche ja gar nicht die Karten durchgehen, aber jedenfalls hätten die Skorpione dann zum Beispiel extrem eventuell damit zu tun, ja? Nur, dass ihr da Bescheid wisst. Oh Mann, hatte ich ja mal recht. Also manchmal denke ich immer, ich erzähle einen Quark, aber das stimmt sogar. Und bei den Legungen auch, wenn ihr hier vielleicht nicht in Resonanz geht, Aszendent, Mond, Venus-Zeichen beachten oder ihr guckt für euer Gegenüber, weil es gibt zur Liebe auch noch eine Duallegung. So, ihr lieben Jungfrauen, zurücklegen, entspannen, nehmt euch was zu trinken, könnte ein bisschen länger dauern. Und wir starten heute mit finanziell Beruf. Das wollte ich gerne mit reinnehmen. Wir haben hier, ich will mit meinem Wunsch im Einklang sein. Was will ich und warum will ich es? Die Fragen, ja? Ich will mit meinem Wunsch im Einklang sein. Immer wenn du erkennst, dass du eine negative Emotion hast, halte inne und sage dir, hier geschieht etwas Wichtiges, sonst hätte ich nicht diese negative Emotion. Was will ich? Und dann richte deine Aufmerksamkeit einfach darauf, was du willst. Sobald du deine Aufmerksamkeit auf das richtest, was du willst, wird die negative Anziehung aufhören. Und sobald die negative Anziehung aufhört, setzt die positive Anziehung ein. Sofort wird aus dem unguten Gefühl ein gutes Gefühl. Das ist der Umkehrvorgang. Und dann haben wir, was will ich und warum will ich es? Wenn du erkennst, was du nicht willst und dich dann fragst, was will ich wirklich, wirst du allmählich eine neue Geschichte erzählen und dadurch einen erheblich besseren Ort der Anziehung erschaffen. Du bekommst die Essenz dessen, woran du denkst, ob du willst oder nicht, weil das Gesetz der Anziehung beharrlich und zielsicher ist. Deshalb erzählst du die Geschichte auch niemals nur so, wie sie gerade ist, in Anführungsstrichen. Du schilderst immer nur gleichzeitig die Erfahrung der Zukunft, die du in diesem Moment erschaffst. Also das gibt dir oder soll dir so ein bisschen unter Umständen mehr Stärke geben, mehr Power. Vielleicht hast du vor, in irgendeiner Lage vorwärts zu kommen. Vielleicht möchtest du irgendeinen Beruf wechseln. Ich dachte, die Karten wären jetzt hier irgendwie verschieden. Gleich groß, eben nicht. Aber war nur eine Täuschung. Und du kommst eben nicht so schnell in den Kummer, wenn du wirklich mit einem im Einklang bist, ja? Wir gucken mal beruflich. Die Option, schau die Karrieremöglichkeiten an, die dir offen stehen. Das würde auch zu was will ich und warum will ich es sehr, sehr gut passen, ja? Das halte die Augen offen, liebe Jungfrau. Bei dir ist ja eigentlich auch sehr bekannt, dass du das in geordnete Bahn haben möchtest, ne, als Jungfrau, wenn du jetzt nicht gerade als Crosswatcher hier für jemand anderen guckst. Was will ich und warum will ich es? Ich will mit meinem Wunsch im Einklang sein. Schau dir Karrieremöglichkeiten an, die dir offen stehen. Ab sofort, ja? Schau dir Karrieremöglichkeiten an, die dir offen stehen. Was ist rausgefallen? Oh, die Zeit. Die Uhr. Die Vögelchen, hier sind gar nicht nur Kuckucks. Vögelchen drauf, Kuckucke oder wie die Dinger heißen. Kommt Zeit, kommt eine Karriere, ja.
so völlig. Kommt Zeit, kommt Karriere. Du tust aber auch was dafür. Du hast einen sehr starken Willen. Was will ich und warum will ich es? Passt zu euch, Jungfrauen. Und wir haben hier Optionen. Schau dir Möglichkeiten an. Könnte auch stellvertretend dafür sein, du bist jetzt eine weibliche Jungfrau, hast wirklich Kinder bekommen oder durch Kinder musstest du irgendwie einen Beruf ablegen, dich neu orientieren, gezwungenermaßen. Vielleicht hattest du auch nicht die Muße oder die Zeit, dich für deine Orientierung, für deine Optionen, Möglichkeiten, Karriere hier hinzugeben, ja? Vielleicht musst du das ändern und vielleicht ist jetzt auch der Zeitpunkt da, wo man dir damit mitteilen möchte oder ich dir damit mitteile. Die Kinder sind jetzt vielleicht schon groß. Geh mal wieder in die Leichtigkeit rein, ja? Eventuell kommt sogar hier auch das Neue, wofür es stehen kann mit dem Kind. Schau dir Karrieremöglichkeiten an, die dir offen stehen. Bleib nicht da drin, wenn du wirklich unglücklich bist, ja? Und nur dieses Finanzielle momentan zählt. Irgendwann macht es ja einen wirklich ein bisschen beballert, wenn man unglücklich ist in der Berufung, ne? Und sei mit deinem Wunsch im Einklang, finde ich eigentlich auch total schön. Richte deine Aufmerksamkeit einfach darauf, was du willst, damit diese negative Anziehung aufhört. Ruhig mal vielleicht ein bisschen dahin richten. Nicht nur träumen, aber nicht das, was du nicht haben kannst, sondern das möchte ich gerne. Und du wirst das, glaube ich, auch als sehr ordnungsliebende Jungfrau schaffen. Welche Astroenergie begleitet dich denn ab diesem Zeitpunkt? Negatives wie Positives sollte es nicht passen. Bitte hier den Video lassen und das Video verlassen. Geil. Ist ja schon fast eine Strophe gewesen. Du bekommst die Energie, die kämpferische. Wo ist doch passend. Je nachdem, ob es jetzt dafür startet, für deine Liebe, für irgendeine Bindung oder Situation, die sich jetzt später noch aus der Dualierung herausgibt, oder du bist jetzt wirklich auf den Kämpfer, auf dem Kämpfermodus, ja? Jetzt spielt dir irgendwie einiges zu und du kannst so ein bisschen besser irgendwo abschließen. So, dann starten wir. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, wie es sein könnte, wenn du die Energie mitnimmst, wenn sich alles so verläuft und du die Richtung auch läufst von deinem eigenen Empfinden und dir sagst so, ja, Miranda, hast recht, ich will genau da raus, ich mache den Prozess, ich hänge noch da fest, ah, okay, da muss ich jetzt lang, dann kann das für dich so ein Weg werden, den du selbst natürlich bestimmst, ja? Nicht verwechseln mit das, was mir jetzt hier zufliegt und ich auslese aus dem Impuls, dass du mir 2 Monate später sagst, du hast ja Schrott geredet. Also du musst in Resonanz gehen mit deiner Person und musst dir natürlich im Klaren auch darüber sein, dass du was dafür machen musst. Ja, ich gebe dir nur so einen Wegweiser, Mindfuck, was hier drin steckt. Ja, Blockaden, Impulse meinerseits. Mehr kann ich leider nicht für dich tun. Wir gucken mal in deiner Vergangenheit. Was war da so? Oh. Der Teufel. Vielleicht hattest du mit dem Steinbock zu tun. Ich nehme aber an, es ist wirklich eine Vergangenheitsgeschichte, wo du hier betrogen wurdest, dich im Teufelskreis befunden hast, ja? Solltest du ein Mann sein, kann es stellvertretend tatsächlich sein, dass man dir Kuckuckskinder irgendwie angedreht hat, beziehungsweise dass du für Kinder da warst, die du erzogen hast, wo du keine Anrechte mehr hattest nach der Trennung. Das sind so Geschichten für Männer. Für Frauen, die waren im Teufelskreis hier gefangen und haben irgendwie auch zugeguckt. Ich empfinde hier ein Zugucken, ein schon Wissen, was hier passiert. Ja, nicht unbedingt, oh, was habe ich gar nicht geschnallt, sondern gefangen im Teufelskreis hier drin. Das alles mitgemacht in der Hoffnung, dass sich hier was ändert. Kann beruflich oder wirklich soziale Kontakte, Liebe, Ex, alles betreffen. Und du bist dann hier reingerutscht, hast dir Gedanken gemacht, hast wie in so einer Schockstarre, irgendwann kam eine Auflösung, die Schockstarre kam, da musstest du dich erstmal sammeln, ja, du warst wie gelähmt in der Zeit, als sich dann irgendwas aufgelöst hat. König der Scheiben muss sich gleich auflösen. Finanziell ist auch vielleicht was weggekracht. König der Scheiben, Ritter der Schwerter. Man hatte hier der König, bräuchte ich nicht auflösen. König, also dein Partner oder deine Partnerin, stellvertretend hat dir dann wirklich was übermittelt.
übermitteln lassen, im besten Fall auch mit einer Blockierung oder einfach einem Wegbleiben vermittelt, ich bin weg, ich bin nicht mehr erreichbar, ich bin nicht mehr da. Das war jemand, der dir imponiert hat mit seinem Machen, äußerlichem Status, stark von der Person her, König der Scheiben. Auch wenn du als Mann hier zuguckst, ist das eine Frau gewesen mit sehr starker Aura, ja? Ja, hier hat jemand den Neuanfang gesucht. Diese Person, der König der Scheiben, der hat einen Neuanfang. Diese Person ist gegangen, wurde vielleicht auch krank. Vielleicht gab es bei dieser Person, ich sag's nur vorsichtig mit rein, einen Todesfall, der ihn aus der Bahn oder sie aus der Bahn geworfen hat. Mitgeteilt hat man dir. Dann, ja, da waren Schwierigkeiten, ja. Da hat man die Gefahren erkannt, hat sich vielleicht deswegen auch nicht den Gefahren gestellt, die du die ganze Zeit erleiden musstest. Man hat gesagt, so, okay, hier ist irgendwas zusammengebrochen, ab dieser Stelle auch. Der gehängte Modus, du hast gewusst, ach du Scheiße, also nicht jetzt, ach du Scheiße, aber wie viel, ich bringe das mal alles in einem Satz. Also du hast emotional wirklich sehr stark dran gehangen, im gehängten Modus, Arcanum der Gehängte, die Gehängte, Labyrinth, genau, so sah es aber auch aus in deinem Kopf, ja, ob verkehrt rum oder nicht, ist egal. Du hast dich vor lauter Emotionen hier wirklich verrannt. Du hattest aber lange genug die Stärke, ja, die wirklich zu dem Teufelskreis zeigt, wenn ich die Karten jetzt wieder umdrehe, zeigt diese Kraft Richtung Teufelskreis. Du wolltest einfach nicht loslassen und deswegen warst du dann so in der Schockstarre. Hier erstmal, du konntest das auch gar nicht so richtig glauben, ja. Du warst so wirklich, was ist hier passiert und wie geht es jetzt für mich weiter? Die Angabe, dass du hier mit Problemen oder beziehungsweise Sachen hier beseitigen musst, das war dir eigentlich schon klar. Von vornherein bin ich vom Impuls her der Meinung. Und du hast hier, bevor irgendwas kam, vielleicht von öffentlichen Treffen dann mitbekommen, denen du auf die Schliche gekommen bist oder sozusagen dir wurde ein Weg geebnet, ein Weg gezeigt, ein Weg erklärt, warum hier öffentliche Treffen mit einer anderen Person zustande kamen, die dein Partner oder wenn es jetzt für andere Sachen betrifft, ist es stellvertretend, warum es dazu kam, ja? Warum man diesen Weg wählte, sich gegen dich zu entscheiden, Kündigung betreff, ja? Vielleicht hast du dich auch gefragt bei einem schweren Krankheitsfall, warum diese Person. Das ist hier so, hier war es gar nicht so einfach vorne. Im Teufelskreis ein langer, langer Kampf, ja. Und man hat sich immer so gedacht, so, ist jetzt ein bisschen bescheuert, dass ich das Kuckuckskind hier mit reinnehme, aber ich meine das auch gar nicht so böse. Jedenfalls kann es sein, dass man sich hier Kindern angenommen hat, die einem selber nicht gehörten oder die man auch mit reingebracht hat. Hier spielen ganz, ganz viele Sachen eine Rolle, wo vielleicht wirklich auch so ein Schicksalsschlag hier dafür gesorgt hat, dass man hier so eine Nachricht bekommen hat, so Scheiße, was geht denn jetzt ab, ja? Also die verschiedenen Möglichkeiten, da ihr eine Masse seid, muss ich das so sagen. Es geht weiter. Aktuell, was ist aktuell? Dir steht jemand zur Seite, kann auch ein Vater, eine Vaterfigur sein, ein Chef. Jemand, der dich ein bisschen lenken muss, gerade zur Zeit, auf den du nicht verzichten kannst, kann auch ein guter Freund sein. Zwei der Kelche. Du hast hier zu irgendjemandem eine Bindung, der dich gerade aufbaut. Kann natürlich, ich sage auch immer, wäre Quatsch, nur Herrscherin als Mutter zu nehmen. Eine Mutter kann genauso eine Stärke vom Herrscher mitbringen, weil sie vielleicht komplett auch mal alleinerziehend war und bringt dann eben auch nochmal verschiedene Stärken mit, die in eine andere Richtung belaufen, als eher so nicht emotional, sondern hier ist so eine helfende Hand unterwegs bei dir, die deine Bindung zu dir erkennt, die vielleicht was von dir möchte. Da so ein bisschen aufpassen, ob du da so blind irgendjemandem gerade vertraust oder ob es sich hier um eine echte Bindung handeln könnte, werden könnte. Vielleicht bist du auch wirklich an jemand neu dran oder du verstehst gerade aus dieser Verbindung was Falsches und checkst es erst später raus, dass hier jemand nett ist, der aus anderen Gründen nett ist. Da bitte ein bisschen reingucken, wenn es für dich passen sollte, liebe Jungfrau oder Jungfrau geborener, männlich oder weiblich, um
Münzen, das ist ganz egal. Impuls, okay, du nimmst ja auch wirklich gar nichts wahr, ja? Wer ist dieser Typ? Wer ist diese Person an deiner Seite? Du guckst hier sogar weg, du siehst irgendwie nicht das Wesentliche hier hinter, ja? Irgendeine Situation aus einer Vergangenheit, Hauptsache, du bist hier nicht allein, aber derjenige möchte schon eine festere Bindung von dir. Da ein bisschen gucken, dass du dich nicht verrennst. Vielleicht genießt du auch einfach nur die Anwesenheit, dass du nicht einsam bist. Sechs der Kelche, ja. Ich glaube, du genießt einfach, ja, aber der Schlüssel liegt hier ganz woanders in der ganzen Wahrheit. Du musst hier noch oder wirst ab diesem Prozess auch hier die Wahrheit noch irgendwie erkennen, falls du denkst, so, hä, hier stimmt irgendwas nicht. Hier wird noch mal gesprochen, hier muss man sprechen oder du musst auch deinen eigenen Schlüssel finden, um die Probleme hier zu lösen. König der Stäbe wird hier wieder kommen, weil er bei dir in der Vergangenheit oben als König der Münzen war. Hier wird eine Person aktuell ab diesem Zeitpunkt wieder versuchen oder mit dir Kontakt aufnehmen müssen wollen. Ob du das zulässt, liegt an dir, weil hier liegt irgendwie eine andere Person, mit der du stark in Bindung bist, ja? Also nur aufpassen, ob alles ernst gemeint ist, das, was abgemacht ist von beiden Seiten. Und drei der Scheiben. Also du musst hier hinten raus wirklich lernen, Geduld zu haben. Dann siehst du nämlich auch wieder das Schöne. Sechs der Stäbe ist so dieses, du schaffst es sogar, hier überdimensionale Sachen zu erreichen, wo du überhaupt noch nicht hingedacht hast, ja. Also hier, deine Geduld wird ausgezahlt. Ein bisschen aufpassen auf die vergangene Person, die vielleicht zurückgetrommelt kommen könnte, im wahrsten Sinne des Wortes. Mit der könntest du aber auch tatsächlich die Problemaufarbeitung wieder machen. Aber hier vorne aufpassen, wen hast du gerade an dir oder vor dir oder wen möchtest du kontaktieren? Auf jeden Fall liegt hier in der aktuellen Linie jemand, der nochmal zurückkommen könnte, kommt, um mit dir was zu klären oder ihr schafft das, die Sache zu regeln. Ich glaube aber, sobald die Wahrheit hier ausgesprochen wurde, das ist eher für dich wichtig, dass da nochmal ein Gespräch fällt, ja, weil du einfach in einer im gehängten Status in der Leere hockst. Du machst zukünftig für dich, glaube ich, hier mit der Person definitiv, mit dem König der Münzen, König der Stäbe, schließt du ab. Wer der Herrscher ist an deiner Seite, bleibt immer noch, ob familiär oder wirklich was Neues sich ankündigt, wo du dich ein bisschen verrennst oder ihr euch beide einfach gut tut, ist egal. Der ist nicht so gefährlich, du wirst einen neuen Weg als der Narr einschlagen, ja? Du hast dann hier zukünftig die Energie oder beziehungsweise wirst du begünstigte positive Energie bekommen, dich wirklich frei zu machen. Der Narr kann auch wieder für die Karrierechancen tatsächlich stehen, dass du dich umorientierst auf allen Wegen, ja? In sehr vielen Bereichen. Hier aufpassen, dass man sich hier nicht überschätzt, ja. Da könnten wieder so ein paar Tücken kommen, die so ein bisschen mit Abwehr zu tun haben. Du musst hier vielleicht auf deinem neuen Weg ein bisschen aufpassen, wen du tatsächlich wirklich wieder ranlässt, weil du hast hier gelernt, die Gerechtigkeit. Das ist für dich ein Ablöseprozess hier schon fast. Und du willst und wirst auch an die Stabilität kommen. Das könnte auch eine gute finanzielle Anzeige hier unten sein, ja? Du bist aber mit dir im Fallen. Du musst erstmal hier aus dem alten Teufelskreis raus, um hier den neuen Weg zu machen, um auch wirklich stabil zu sein. Stabil für Karriere, stabil für eine neue Beziehung, damit du wirklich mehr ernten kannst, ja? Und dann nicht irgendwie in einer Scheinwelt wieder verfallen bist, wo du oben hockst und ja, was hast du jetzt von dem großen Teil, von dem großen Stück ab, wieder oben kommst nicht runter, da sind Blumen, ja. So, alles, es muss geordnet werden, sagen wir es mal so, um in die Stabilität zu kommen. Und Achtung, es könnte zwei Möglichkeiten geben. Am Ende wirst du als Herrscherin rausgehen, als Winner, als Sieger, ob Mann oder Frau hier zuguckt. Und wenn es die Person ist, die euch gerade gut tut oder als neue Person hier reinkommt, weil die ja ziemlich nah an der Bindung hier liegt, bei zwei der Kelche, dann könnte es tatsächlich sein, dass aus euch was Großes wird, ja?
Aber es wird hier irgendjemand versuchen, aus der alten Zeit noch mal zurückzukommen, zu probieren. Ihr könntet tatsächlich das Paar darstellen, um was es sich neu dreht hier in der Konstellation, um hier die Stabilität aufzubauen. Vielleicht siehst du den Herrscher hier gerade aktuell auch noch gar nicht um dich rum, weil du hier verschiedene Prozesse im Kopf erstmal ablösen musst, ja. Es kann auch eine Mutter darstellen, die hier wieder zurückkommt, reinkommt oder bedeutet, ich habe mein Mutterproblem abgearbeitet oder ich bin jetzt wieder gute Mutter, ja. Ich bin selber wieder gute Mutter, weil ja hier dieses Kuckucks Dingens, vielleicht hatte man hier auch ein Gefühl, man war nicht gut genug. Schlechter Vater, schlechte Mutter. Hier wird irgendwie sehr viel aufgeräumt, ihr lieben Jungfrauen. Und wenn es nicht die Themen waren, dann betrifft das wirklich die Partnerschaft, dass eigentlich in Kürze oder schon längst jemand an eurer Seite ist, den ihr nicht wahrnehmt oder in der wichtigen Zeit wahrgenommen habt, weil ihr diesen Menschen hier hinterhergetrauert habt in der Vergangenheit. Das ist so das, was ich für euch sagen kann. Achtung, entweder Mückenstiche oder weiß ich nicht, warum mein Jücken kratzt. Mein Rücken juckt, wollte ich sagen. Die Sprache, die wird immer schlimmer hier. So, dann gehen wir mal in dein Gegenüber rein, falls du neugierig bist. Was hat dein Gegenüber hier so mitzubringen? In welcher Kraft befindet sich dein Gegenüber, deine Situation, um die es sich dreht, die jetzt nichts mehr mit dem reinen Sternzeichen für dich als Guckender vielleicht zu tun hat? Es kann aber auch sein, dass du dich jetzt hier erst wieder findest in der unteren Person. Alles möglich, wenn man jemanden vor sich hat. Der Jupiter. Der war doch rückläufig, oder? Ab 28.07. ist der rückläufig. Es kann jetzt sein, dass bei deinem Gegenüber oder wenn du dich jetzt hier natürlich wiederfindest, Ideale und Weite ein bisschen stoppen, dass du dir vorkommst, oh, jetzt läuft gerade gar nichts weiter. Aber das ist ja für die Reflexion und die Veränderung wichtig. Also hier, wer immer das auch ist, hier passiert eine Erkenntnis, ich komme so nicht weiter. Stopp. Alles rückläufig. Reflektieren. Diese Person hat in der Vergangenheit mit welchen stärkeren Themen zu tun gehabt? Mit neun der Kelche. Also schon ein Wohlstand, zufrieden gewesen, hatte was zum Zeigen, zum Ausleben, hat das auch in vollen Zügen genossen. Königin der Scheiben, so hat man sich auch gefühlt von der Energie. Hatte wahrscheinlich auch einen sehr guten Platz, war mit dem zufrieden, was man macht. Drei der Stäbe war dann wieder so in einer Verbindung mit dir, mit euch oder derjenige hat hier fast die Angabe: Wiederholung, rückläufender Jupiter bleibt stehen, Ideale und Weite. Das macht hier jemand nochmal durch. Hier hat man das wahrscheinlich in der Vergangenheit falsch eingesetzt. Sich falsch entschieden, das kommt jetzt zurück wie so ein Boomerang. Ab 28.07. trifft die Energie hier so ein. Und daraus, ja, blieb einem nichts anderes übrig, als sich hier in irgendeiner Situation zurückzuziehen, zu entfernen, nachzudenken, wie geht es jetzt weiter, Ideale und Werte, ja. Da hatte man schon mal so einen Stopp und hat sich die Klarsicht hier gewünscht mit dem Arkanum der Stern. Dann klären wir mal auf, welche Klarsicht sollte denn hier kommen? Hat auch was mit karmischen Auflösungen zu tun. Kann auch sein, wo ist mein Sitz, wo ist mein Platz, wer gehört zu mir, all sowas, ja? Die ganze Aufarbeitung. Wer gibt mir Kraft? Von wem kriege ich Kraft? Das ist aber nur die Klarsicht, die Erkenntnis zu kriegen. Über was hat man hier nachgedacht? Warum hat man sich hier zurückgezogen? Damit ihr hier in Resonanz gehen könnt. Nee, das wären 7 Karten. Das sind 4, 5.
Wer lesen kann. Okay, irgendein Weg ging auch hier wieder in die Schwere. Sag mal, ich habe den noch komplett durchgemischt. Fallen hier schon wieder die Karten von der vorherigen Legung raus. Also man hat hier wirklich nachgedacht, was hat man hier getan? War die Entscheidung richtig? Ja, über meinen Weg. Schatten, Licht. Es gibt ja immer zwei Seiten von einer Entscheidung, ja. Eine überwiegt mehr, die andere weniger. Hier hat man sich so nachgedacht, Ideale und Weiten tatsächlich. Habe ich jetzt den richtigen Weg gewählt? Was habe ich getan, ja? Und hier vermisst man auch die emotionale Verbindung zu irgendjemandem, wie man sich hier entschieden hat, ja? Hier kam auch so Gedanken hoch, soll ich es vielleicht noch mal probieren, sich zu treffen, daten? Vielleicht hat man das auch probiert bei dir und gemerkt, so hätte ich nicht machen sollen. Ich habe mich hier getroffen mit der Person, das war irgendwie, darüber handelt der Prozess, ja. Man konnte hier vielleicht selbst nicht mit dir oder mit irgendeiner Person abschließen und befand sich dann letztendlich in der Klarsicht, wer gibt mir mehr Stärke, wo ist mein Halt, wo ist mein Sitz. Hier fühlte sich jemand verloren, trotz dessen, was hier irgendwie gewesen sein muss. Hier stand jemand vor der Entscheidung, drei der Stäbe. Ja, wie gehe ich jetzt den Weg weiter, ja? Und hat letzten Endes dann auch nicht wirklich so die Lösung bekommen, die Klarsicht, weil die Hoffnung steht hinten. Also man bereut hier irgendwie auch schon fast was getan zu haben, was hier hinten raus am Ende so, ich hoffe so sehr. Ja, man hat sich hier für sich klar gemacht, die Verbindung, die geht nicht, ja? Ich weiß nicht wie. Hier war jemand, müsst ihr mal gucken, hier war jemand ratlos. Man wusste nicht, wie man das weiterführen soll. Hat vielleicht durch die öffentlichen Parks danach wirklich immer wieder probiert, mit dir Kontakt zu treffen, on-off, Kontakt zu treffen, zu knüpfen und sich zu treffen, on-off. Wenn es nicht geschehen ist, hat man das nachgedacht. Aber man hat hier wirklich sehr fein reingeguckt und für denjenigen ging es hier in der Klarsicht nicht mehr vorwärts. Das war seine oder ihre Angabe. Hinten raus merkt man irgendwie schon fast, Mann, ich bin durcheinander, ja? Das ist die Vergangenheit oder die jüngste Vergangenheit, mit der man so zu tun hatte, bevor man jetzt hier so ankommt. In die Gegenwart, das Jetzige. Da haben wir wieder den König der Stäbe, glaube ich. Ja. Und wir haben auch hier ihn oder sie aktuell als Gehängten. Hier macht man sich wirklich Gedanken, wie kommt man hier wieder in seinen Status rein. Vielleicht hat man hier, und das trifft auch für Ideale und Weite, dieses Stopp. Hier knallt auch wirklich der rückläufige Pudita. Oh mein Gott, ich hoffe nicht, dass ich von ihm gerade spreche. Nicht, dass es hier politisch irgendwie Pudita, auch schön, der Gehängte, ja, hier ist ein Stopp einfach, rückläufiger Jupiter. Man kommt in den, man denkt nach, wie kommt man hier wieder zu dem, ja. Hier gibt jemand alles, wieder in alte Form zu kommen, wo man hier vielleicht vorher auch immer so angesehen wurde, was man mal war und hier durch diese fehlende Klarsicht verloren hat in der Vergangenheit. Aktuell noch. Was passiert hier auf dem Weg aktuell noch? Derjenige denkt auch an den Teufelskreis, der vorher bei der ersten Legung kam, ja? Oder es ist symbolisch wieder hier der Steinbock gemeint. Keine Ahnung. Hat der Gehängte auch irgendeinen Status? Ich weiß es gerade gar nicht. Aber hier denkt man zurück an die Zeit. Wie kommt man oder schafft man diese Linie, ohne im Teufelskreis zu landen? Ja? Vielleicht hat man hier auch Gefühle noch für dich und macht sich das Leben einfach selber schwer, sagen wir es mal so. Hier ist jemand, der hätte es einfacher haben können, die ganze Zeit schon. Aber ja, das Ego, muss ich wieder küssen. Meine Mäßigkeit kommt. Gestern habe ich nur gesagt, ich vermisse sie. Jetzt kommt sie tatsächlich auch mal wieder vor. Man muss hier die Mäßigkeit erkennen, ja. Hier überwiegt irgendwie mehr Toxik, mehr Gift für ihn selbst
Oder er kann sich auch an den Zustand erinnern, wie es mal war zwischen euch. Man musste die Mäßigkeit, wenn man das nochmal angehen möchte und so ein Angebot macht, dann wirklich nur verstärkt nach den Regeln dieser Person, weil hier jemand wirklich mit sehr viel Ego auch behaftet ist, liegt, sehr viel Stolz hier mit beiträgt und es könnte dazu kommen, dass hier wirklich jemand sagt, ich komme zurück, also passt auf so eine Angebote auf, aber nur unter meinen Regeln, ja. Ich bestimme. So geht's nicht mehr. Das war mir zu viel. Oder wird auch klar sagen, was für ihn entscheidend war, dass er oder sie gegangen ist. Das könnte dazu noch mal kommen, da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Wie gesagt, sollte die Verbindung mit eurer Ersten hier übereinstimmen, dann aufpassen. Ansonsten könnte es auch ein großes, wenn es jetzt hier nicht passt, Vaterthema, inneres Vaterthema, innere Kindheilung sein, ja? Dass man hier sich bewusst ist, man hat hier irgendwas angenommen, was man ablösen muss und in die Mäßigkeit bringen muss, damit man eben das, die Vergangenheit wieder richten kann, schön machen kann, damit man den Stern umsetzen kann, diese in die Mäßigkeit, ja. Auch hier, momentan sieht man auch noch nicht dieses Schöne, diese Lösung. Man ist hier noch sehr verhalten, steht hier auch noch komplett in der Blockade sehr am Anfang. Man will gerne Liebe schenken, weiß aber auch irgendwie nicht wie. Kann auch Liebe empfangen, das ist nicht das Thema, aber irgendwie im Aufteilen hapert es hier bei derjenigen oder bei demjenigen. Steckt sehr viel drin, statt rauszugeben und das gibt falsche Signale, ja. Man hat sich hier irgendwie auch wieder oder hat Angst, sich zu verrennen, eine Bindung einzugehen. Zukunftsmäßig gucken wir mal, wie sich das Ganze hier verhält in der zukünftigen Weiterentwicklung. Die Sonne, das ist doch mal schön. Das Arkanum, die Sonne. Also eine wunderbare Auslage schon mal vom Stern gewechselt in die Zukunft. Sonne, da kommt die Hoffnung, ja? Es wird, es wird. Man wird sich hier entscheiden, sich vielleicht auch öfter mal die Frage stellen, Mensch, behalte ich jetzt die Erde oder nehme den Mond? Das ist so dieses, gucke ich doch lieber auf das, was ich hier gerade möchte, anstatt mich auf andere Sachen zu konzentrieren. Da ist noch so der Schritt zu meistern, das weiß derjenige hier aber auch. Und man wird hier ankommen und sprechen. Hier ist irgendwie eine Auflösung auch sehr wichtig. Man möchte hier auch sich auf die Sachen nur noch konzentrieren, ja, also eine Sache zu Ende machen. Ist egal, wie viel Arbeit das bedeutet oder wie lange es dauert, man nimmt sich hier wirklich hohe Ziele vor, aber man ist da so festgebissen. Man möchte das hier schaffen. Man nimmt sich hier irgendwie vor, hier wirklich sein Ziel, das, was man im Kopf hat, was man ausgesprochen hat, auch wirklich ernst zu nehmen, umzusetzen. Wenn die Entscheidung kam, ja, vielleicht hat man ja auch endlich mal geschafft, irgendwas abzulösen. Neun der Scheiben, das ist auch nach hinten raus, wird man hier profitieren, wird auch wieder eine feine, emotionale, sanftere Seite bekommen zu neun der Scheiben. Dieses, ich habe das geschaffen, weil ich es konnte, ja. Also hier auch nicht prahlend, nehme ich jetzt die Karte hier nicht rein, sondern guckt mal, also auch sehr stolz auf sich selbst, ja, weil hier wirklich sehr viel Tumult in der Vergangenheit und auch in der Aufarbeitung sein kann. Wenn das nicht der Partner ist, der zurückkommt, dann eben anstelle des Vaterkomplexes oder innere Kindheilung, Vaterthema, ja. Hier wird man aber sagen, ich habe nicht versagt, das habe ich alles ganz alleine geschafft, diese Person, die hier liegt. Das war dann der Grund, falls es euch interessiert, dass man hier wirklich durch Versagungsängste oder Versagensängste dachte, man ist nicht gut genug und hat sich selbst in diesen Teufelskreis hier begeben, was einem hier durch Ideale und Weite, was mal gestoppt wurde, wieder rückläuft und man sich hier durch den Gehängten wirklich reflektiert und sagt, okay, wir hatten schon mal diesen Stopp, jetzt weiß ich, ich muss anders laufen, weil die Lösung von damals war nicht der richtige Weg. Ist aber nicht schlimm. Derjenige hat daraus gelernt hier, ja. Was haben wir noch? Zwei Kärtchen. Ast der Scheiben. Oh ja, also hier wird man richtig zurückgepowert.
Wie kriegt man eine richtige Schlagkraft noch zurück? Man wird hier irgendwas Neues. Wirklich und mit Geduld, ja? Mit Geduld. Hochziehen, lange, auf lange Sicht pflegen. Und wird hier auch einiges beobachten, bevor man hier wahrscheinlich irgendwie wieder querhaut. Das ist so die Lektion, die derjenige hier durch Ideale und Werte lernt. Man wird sich erstmal Sachen angucken, bevor man hier denkt, man kann alles, ja? Oder es ist hier jemand, der Vorsicht gelernt hat, was hier oben bei der Person nie vorhanden war. Und diese Vorsicht, an dieser Vorsicht wächst diese Person extrem. Wir können ja mal gucken, über welches Thema hier gesprochen werden könnte. Es könnte hier die Stabilität sein, ja? Dieses Gespräch, König der Schwerter, möchte und wird in Zukunft sich über Themen unterhalten, die wirklich dazu beitragen, dass man sich wohlfühlt, dass man hier nicht nochmal eine Konstellation auseinanderhaut, sondern lernt, man muss sprechen. Page der Stäbe, was war der Fehler, warum man immer so schnell, ja, man hat hier immer nicht beobachtet, man hat hier no risk, no fun gespielt, ja. Dieses, also gespielt in Anführungsstrichen. Die Person ist ohne Überlegung an gewisse Sachen hier rangegangen und hat sich dadurch auch verfangen, vielleicht auch mit dir oft und Ideale und Weite dadurch nicht gesehen, ja. Kann natürlich auch wirklich für eine Spielsucht stehen, aber es ist jetzt der mindere Teil, wo es zutrifft. Man hat hier einfach erkannt, was man hier versaut hat, wenn man nicht nachgedacht hat, ja? Das ist so für mich gerade nicht Schicksal, sondern man hat hier wirklich sehr viel aufs Spiel gesetzt und das verhindert man eben. Das war ja auch meine Frage, was beobachtet man, was man sonst nicht getan hat? Ja, das ist eigentlich eine schöne Auslage für denjenigen. Wichtig ist, dass derjenige sich ja wirklich findet. Wir können ja mal noch so ein Orakelkärtchen für dein Gegenüber oder für die Legung machen. Wisst ihr, dass ich, wenn ich geredet habe, auch gar nichts mehr habe? Ich verliere den Faden. Ich weiß auch gar nicht mehr, worum es geht. Das ist mir den einen Tag schon aufgefallen. Ich rede und rede und denke mir so, Jungfrau, wo? Das ist hier wie so abgelöscht und ich muss immer wieder. Da ist dann Stopp. Wenn ihr merkt, so, ich kann dann auch nicht mehr sprechen, Page ist jetzt fertig, dann sitze ich hier und denke so, was war denn das jetzt? Als ob hier jemand eine Löschtaste drückt und jetzt ist wieder weg, ja? Jetzt geht, deswegen kann ich jetzt die Orakelkarte vorlesen. Aber es geht hier um höheres Selbst, eine Neueinschätzung. Passt wunderbar. Ideale und Weite. Das, was hier jemand erlernt. Oder erlernen wird, wenn dieser Weg wirklich stabil weiterläuft, in die Sonne rein, Entscheidungen und merkt, okay, da hätte ich mehr drüber sprechen müssen. Ich muss König der Schwerter werden. Ich muss länger Geduld hier haben. Ich muss Sachen beobachten, bevor ich hier poker und hier einfach nur meins durchziehe, so wie es fällt, ja? Nee, nicht so wie es fällt. Nicht so wie es einem zufällt, sondern hier hätte man schon mehr mitmachen müssen. Und das sind ja auch die Legungen. Zufall, ja? Es fällt mir zu, aber man muss es dann natürlich auch im Machen kombinieren. Und da ist hier jemand, der wird das sehr stark wahrnehmen, Ideale und Weite mit diesem höheren Selbst erkennen. Und das sieht nach hinten raus, nicht jetzt. Was jetzt war, habe ich euch alles erzählt. Könnte ich jetzt nicht wiederholen, ja? Das kam raus. Das nach hinten raus kann sehr gut auslaufen für diese Person, falls ihr euch nicht sicher seid. Oh, soll ich dranbleiben? Soll ich nicht? Verinnerlicht euch diese Themen. Es liegt hier wirklich erst hinten. Man ist hier momentan weg, blockiert. Momentan geht es nicht vorwärts. Aber ab dem 28.07., wenn der Jupiter tatsächlich mit der Astrokarte hier rückwärts rückläufig läuft oder rückläufig wird, schwebt. Dann kann es sein, dass die Energie in der Gegenwart jetzt erst einsetzt. Und das ist immer noch ein Prozess, meine Lieben. Das dauert. Da hat viel mit Selbsterkenntnis zu tun. Das Déjà-vu muss zurückkommen. Ach scheiße, das hatte ich ja schon mal. Das dauert. Falls ihr hier nicht wisst, ob es hier noch Sinn macht, ich kann euch nur sagen, hier ist ein Prozess, der.
mit einem guten mindestens einem Jahr zu tun hat, um sich selbst zu finden. Und wenn ich noch ein Jahr dazu dranhängt. Ich bin kein Freund von Zahlen, aber diese Pause ab dem Tag an, wo man merkt, okay, ich muss was ändern, muss man sich erstmal selbst finden und das dauert, ja. Also es geht nicht von heute auf morgen, dass sich hier jemand ändert, weil es auf den Tisch gefallen ist. Das sind Zeitzonen, das sind Phasen, die sich wirklich so lange hinziehen können, dass du mit deiner ersten Legung vielleicht schon längst dich wirklich auf deins konzentrieren solltest, was bei dir im Leben möglich ist, wenn derjenige nicht schnellstens im Bereich, wo du noch warten kannst, auf dich zukommt. Ne? Ansonsten ruhen lassen, auch diese Person. Nicht irgendwie Kontakt suchen, sonst wird man von diesem Prozess abgelenkt, in den gehängten Status zu kommen. Ja? Wenn man da jetzt versucht, wieder reinzugreifen, blockierst du diese Person praktisch. Einfach ruhen lassen. Jeder Mensch weiß, was er möchte. Jeder Mensch wird instinktiv zurückkommen. Aber die Kunst, jemanden in Ruhe zu lassen, nicht hinterher zu rennen, damit man sein selbst füttert, ist schwer, ich weiß, aber sonst zerhaut man hier die Energie einfach, ja? Und bei manchen dauert es eben länger, bei anderen weniger lang, deswegen ruhig liegen lassen das Ganze. Ich werde mal für dich eine Geistesführerkarte nehmen. Ich weiß, die Legungen sind jetzt hier alle total verschieden, so nach dem Instinkt. Was hilft dir hier? Was solltest du tun? Liebe Jungfrau, morgen werden wieder 35 Grad und man merkt es auch hier gerade, im Kopf steigt die Hitze. Bewahre dir Offenheit. Also wirklich, nicht irgendwie verschlossen sein, nur auf einen warten. Bewahre dir Offenheit in allen Bereichen. Sei offen, empfangsbereit für das, was dir gut tut, nicht um den anderen zu ernähren, ja, sage ich ja immer so schön. Du musst auch was zurückbekommen. Gut, meine Lieben. Mua, bleibt gesund. Danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal, wenn es dann um die Legung geht für den September. Ansonsten kommen ja hier die großen Gefühlsoffenbarungen oder Situationen, die ich dann allgemein lege. Tschüssi.